Hallo und willkommen zur 14. Folge meines 3-Year-Julis. Ich begrüße euch zu diesem neuen Video und zwar habe ich euch heute wieder eine kleine Tweak vorbereitet, die ich euch in diesem Video vorstellen möchte. Dies ist eine Erweiterung für das Notification Center und zwar handelt es sich um eine Erweiterung für Facebook. Und nein, es ist nicht die Facebook-Integration aus iOS 6, sondern etwas anderes. Weiteres dazu seht ihr nach dem Intro. Wenn ihr auch schon mal richtig schnell Facebook-Freunde über das Notification Center oder über den Homescreen suchen wolltet, solltet ihr auf jeden Fall einmal einen Blick auf diese Tweak werfen. Diese Tweak ermöglicht es euch, in eurem Notification Center ein kleines Widget mit der Beschriftung Search hier hinzuzufügen. Wenn ihr auf dieses drauf tippt, kommt ihr in eure Tastatur und könnt euren Namen, also den Namen eures Freundes, eingeben. Wenn ihr mit dem Eintippen des Namens fertig seid, könnt ihr nun das Ganze öffnen und ihr werdet sofort in den Safari-Browser auf die Facebook-Seite weitergeleitet. Hier seht ihr nun alle Suchbegriffe zu Freunden oder Nutzern, die ihr noch nicht als Freunde hinzugefügt habt, welche allerdings gemeinsame Freunde haben oder sonstige Leute mit dem gleichen Namen. Die Tweak Dashboard X, welche euch ermöglicht, Homescreen-Widgets hinzuzufügen, fungiert mit dieser Tweak auch. Ihr müsst einfach auf dem Homescreen gedrückt halten, indem ihr in den Wriggle-Mode kommt, also diesen Wackelmodus, und nun noch einmal gedrückt halten und nun könnt ihr eure Widgets aus dem Notification Center hinzufügen. Unten findet ihr Facebook NC und dies fügt ihr einfach hinzu und nun wurde es auf euren Homescreen hinzugefügt. Wir können natürlich hier auch drauf tippen und unseren Suchbegriff eingeben. Was allerdings schade ist, ist, dass man dies wirklich fast gar nicht erkennen kann, weil es nur fürs Notification Center optimiert ist. Einstellen könnt ihr diese Tweak für das Notification Center, indem ihr die Einstellungen-App öffnet und dort bei Mitteilungen nach den Widgets sucht. Und zwar müsst ihr dort Facebook NC finden. Da müsst ihr dann draufgehen und euch vergewissern, dass ihr das angeschaltet habt. Das heißt, ihr müsst hier den Button bei in der Zentrale angeschaltet haben, damit das Ganze funktioniert. Wie gesagt, diese Tweak heißt Facebook NC und sie ermöglicht euch, Facebook-Freunde über das Notification Center zu suchen. Ihr findet diese Tweak kostenlos in der MyEye-Repo. Ja, das war's dann auch von diesem Video. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich würde mich sehr über Kommentare und Abos freuen, falls es euch gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal.